Ja, wir reden hier im Kanal ja gerne und sehr, sehr oft, für manche zu oft, über Uhrenarmbänder und vor allem Apple Watch Armbänder. Und immer wenn wir das tun, dauert es nicht lange und die Diskussion kommt auf die Firma Bluestein zu sprechen. Manche schreiben dann, da gibt es dieselben Armbänder wie bei Apple zu einem viel, viel faireren Preis. Andere schreiben dann, da gibt es dieselben Armbänder wie bei AliExpress zu einem viel zu hohen Preis. Aber vor allem schreiben mir dann ganz, ganz viele Leute von schrecklichen Erfahrungen mit dem Kundendienst, der sich nicht gemeldet hat, von Armbändern, die auseinandergefallen sind. Und ja, meine Lust, da was zu bestellen, war ehrlich gesagt in den letzten Jahren immer mehr oder weniger gleich null. Nun, dieses Frühjahr haben sie eine spannende Neuigkeit angekündigt, eine eigene, ja, sonst haben sie ja meistens die Designs, die wir schon kennen, ein eigenes Armband für die Apple Watch Ultra aus Titan. In zwei Varianten. Einmal moderneres Design, einmal ein bisschen rechteckigeres Design. Ich wollte es eigentlich sofort testen, konnte mich dann aber nicht für ein Modell entscheiden und dann haben mir wieder so viele Leute mit schlechten Erfahrungen geschrieben und ich hab's dann sein gelassen. Bis neulich wieder ein Mail kam, man könne das Armband jetzt refurbished, das ist der Fachausdruck für, jemand hat es zurückgegeben und es wurde wieder aufbereitet für einen noch faireren Preis kaufen. Und da dachte ich, komm, jetzt schauen wir doch mal, was Sache ist. Probieren wir es aus. Ich habe mir das da hier gekauft, hat mich irgendwas um die 100 Euro rumgekostet. Also ein sehr, sehr fairer Preis für ein Metallarmband, wenn es denn gute Qualität ist. Und das finden wir jetzt raus. Ich bin unendlich gespannt und Verpackung sieht schon mal toll aus. Muss man wirklich sagen. Geprüfte Neuware. Das Design kennen wir auch von den Apple Watches. Also da haben sie sich wirklich Mühe gegeben. Oh. Raphael hat sich nicht Mühe gegeben, hat schon zerrissen. Ah, das war der Kleber, da drauf klebt. So. Sonst noch was drin? Nee. Bluestein. Ich hatte mit der Firma vor x Jahren mal Kontakt, als die erste goldene Apple Watch kam. Da habe ich ihnen mal geschrieben, ob sie nicht wenigstens, weil bei ihnen gab es immer schon die Metallarmbänder, die Apple auch hatte, zu einem tieferen Preis und in möglicherweise in einer anderen Qualität. Da habe ich ihnen mal geschrieben, ob sie nicht wenigstens ein goldenes machen wollen. Wenn sie schon immer dieselben Designs haben, weil ein goldenes Metall-Link-Armband für die Apple Watch wäre damals toll gewesen. Wollten sie aber nicht. Aber jetzt sind wir da gespannt. So. Made for Ultra. Titanium. So, wie funktioniert das? Ah, auch mit den Stiftchen, die man da rein und raus drücken muss. Das ist immer ein bisschen kompliziert, aber wenn man da Übung hat, da ist es eigentlich nicht so eine Hexerei. Öffne die Schließe, bevor du beginnst. Jetzt schauen wir mal. Und da haben wir das Armband. Jetzt schauen wir mal, wie refurbished es ist und wie gut es noch ausschaut. Ich sehe da schon Flecken drauf. Also da haben sie sich nicht Mühe gegeben mit dem Refurbished-Programm. Riesenfleck drauf. Ein Ölfleck, den man auch leicht wegwischen kann. Wenn ich es so leicht habe wegwischen können, hätten sie das wohl auch gekonnt. Aber Materialanmutung ist ein bisschen klapprig, ehrlich gesagt. Die Schließe ist gigantisch. Hat man auf den Fotos nicht gesehen. Schließen sind so unendlich schwierig. Das ist etwas, was viele Leute unterschätzen am Design des Metal-Link-Armbands der Apple Watch. Dass die Schließe so unglaublich schlicht und elegant. Hier, da ist die Schließe schon ein ziemlicher Panzer, ehrlich gesagt. Da klappt man so auf und finde ich jetzt vom Design her überhaupt nicht gelungen, da die Schließe. Aber immerhin ist kein großes Firmenlogo drauf. Und dass es keine Stangenware ist, sieht man auch hier hinten. Hier haben sie immerhin das Bluestein-Logo drauf geprägt, gelasert irgendwie. So. Was haben sie sonst noch in der Box? Dann
Gerät, um Stifte rein und raus zu drehen. Das ist immer ein bisschen komplex, aber wenn man es kann. Komplett aus Metall. Und was haben wir da unten noch? Da sind noch Ersatzstiftli. Hoffentlich brauchen wir die nicht. Aber jetzt probieren wir mal aus. Ups. So. Die Ultra ist noch im Ferienmodus. So. Wie macht man das auf? Müsste man doch aufklappen. Aha, es geht ein bisschen streng. Gar nicht schön gemacht, die Schließe hier. Ist ein bisschen Murks. Schade. Lass mal überlegen, wie wir es richtig um. Da, wo steht der Bluestein? Das müsste der Hinweis sein. So. Würde ich sagen, kommt es so rum rein. Mal schauen, wie gut es passt. Hält sehr gut. Farblich sehr nah dran, aber auch kein Home Run. Bisschen anders. Aber insgesamt doch. Schauen, ob wir so noch reinkriegen oder ob ich noch mal ein bisschen raus. Doch, geht. Und schnappt ein. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen wuchtig jetzt, wo ich es so sehe. Ich habe es mir dünner vorgestellt. Normalerweise sind die Armbänder für die Apple Watch Ultra ja eher zu dünn, aber... Aber mal schauen, wie es am Arm ausschaut. Nein, ich habe es jetzt natürlich noch nicht gekürzt. Und das müssen wir dann auch noch. Aber das ist noch ein bisschen weit. So schaut's aus. Na, machen wir doch schnell die Uhr entsperren, dann sieht's schöner aus. So. Ungefähr so kommt das dann. Erster Eindruck, würde ich mal sagen, solide, aber jetzt nicht der große Wow-Effekt. Das ist mein Lululuk Titanarmband, was ich habe, auch nicht viel lumpiger, obwohl es deutlich günstiger ist. Aber ich gehe das jetzt mal in aller Ruhe kürzen, da müsst ihr nicht zuschauen, und trage es ein bisschen im Alltag und dann melde ich mich hier wieder mit einem Fazit. Aber diese, ja, die Schließe ist wirklich nicht sehr elegant, die passt irgendwie nicht zum restlichen Produkt. Aber da schauen wir dann. Also, bis grad. Ja, da bin ich wieder mit Alltagserfahrungen zum Bluestein Titanarmband, dem Zweier, glaube ich. Es gibt ja das Einer und das Zweier. Ich habe das kantigere genommen, das, was nicht ganz so angewinkelt ist. Auf jeden Fall hat es viel, viel länger gedauert, als ich gedacht habe, dieser Test. Normalerweise brauche ich so, ja, was sagen wir, 1-2 Tage, und dann habe ich ungefähr raus, wie ein Armband funktioniert, und man kann den zweiten Teil dieses Videos aufzeichnen. Dieses Mal hat es fast eine Woche gedauert, weil, ja, erstens war das Wetter so schön, und ja, wir haben dann ganz viel noch mit den Solarpanels und Akkus experimentiert zu Hause, und dann kam auch noch die neue Kaffeemaschine, und das hat auch wieder ganz viel Zeit gekostet, und ich hatte keine Lust, da sofort wieder ein Video aufzuzeichnen, und ich habe das Armband ehrlich gesagt ein bisschen vergessen. Aber im positiven Sinne, lustigerweise, weil ich habe ja den ersten Teil des Videos auch nochmal geguckt und gesehen, ich war so ein bisschen skeptisch, und das Band, ja, ich habe mir ein bisschen mehr versprochen, was anderes, und ein bisschen Zitronengesicht, und nein, ich habe das Armband ein bisschen vergessen, aber nicht irgendwo im Schrank, nein, ich habe es die ganze Zeit am Arm gehabt und habe mich völlig dran gewöhnt. Ich muss sagen, im Alltag hat es sich wirklich bewährt. Ich trage es sehr, sehr gerne. Es ist sehr bequem. Ja, ich habe ein bisschen lange gehabt, bis ich es perfekt hatte. Das ist halt immer so mit diesen Stäbchenarmbändern. Das ist das Überbleibsel des Schlachtfelds. Ich habe dann zwei Glieder auf jeder Seite habe ich rausgenommen. Und auf der Seite habe ich es auch noch angepasst. Hier kann man ja jeweils noch feinjustieren. Habe ich es auch noch ein bisschen weiter nach innen gesetzt. Aber jetzt sitzt es wirklich perfekt, das Armband. Und es ist wirklich sehr bequem, muss ich sagen. Wie schaut's aus?
Ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht, dass es schnell dreckig wird, weil es so ein bisschen eine raue Oberfläche hat und da schon Ölflecken drauf hatte, als wir es ausgepackt hatten. Aber hat sich sehr, sehr gut gehalten, muss man sagen. Bin ich wirklich positiv überrascht. Bequem ist es auch. Es hat gerade ein bisschen gequietscht. Hört ihr das? Ist ganz, ganz fein. Hört man natürlich nur, im Alltag fällt das überhaupt nicht auf. Aber hier im Büro, wo es halt mucksmäuschen still ist, hört man alles. So ein feines Quietschen kam aus der Schließe raus. Das passiert mir nur in Videos. Ist mir auch schon mal bei einem iPad-Ständer passiert. Der tadellos funktioniert im Alltag und plötzlich, als wir hier das Video aufgezeichnet haben, hat er gequietscht. Jetzt ist das Quietschen schon wieder weg. Das kann immer mal wieder vorkommen. Tropfen Olivenöl und das Problem ist gelöst. Aber großartig, dass das immer nur in Videos passiert, wo es schon läuft und ich natürlich nichts schneide und rauswerfe. Ja, Quietschton ist wieder weg. Das hat immer ein bisschen das Problem an Metallarmbändern, auch dem von Apple und allen. Metallarmbänder machen halt Geräusche, weil es ist Metall, ist halt nicht Stoff. Auch wenn die Uhr vibriert mit der Taptic Engine, überträgt sich das halt aufs Armband und das scheppert dann schon mal ein bisschen. Also das war beim Lululux so, das aber auch beim Apple-Armband so. Da darf man einfach nicht erschrecken. Das ist bei Metallarmbändern immer ein bisschen der Nachteil. Ansonsten, wie hat es sich gehalten im Alltag, das Armband? Wie gesagt, es gefällt mir viel, viel besser, als ich anfangs dachte. Was ich immer noch so ein bisschen hin und her gerissen bin, ist die Schließe. Optisch ist sie wirklich nicht schön, ist viel zu wuchtig. Was aber überraschend lustig ist, ist das An- und Ablegen des Armbandes. Ich muss euch das nochmal zeigen. Man klappt hier diesen Sicherheitsverschluss auf, schnipp, drückt die zwei Knöpfe und offen ist. Und wenn man es wieder zumacht, logischerweise umgekehrt, zu, def. Es fühlt sich so ein bisschen an, wie wenn man mit den Ski in die, oder mit den Skischuhen in die Ski reingeht oder wenn man eine teure Kamera auf ein Stativ drauf schnappt. Es fühlt sich relativ professionell und so ein bisschen wow an. Ja, so wie wenn man, ist halt eine Ultra, die Uhr für Extremsportler und es fühlt sich wirklich so an, als, oder als würde man eine Flugzeugtüre zuschließen. Es hat wirklich, im Alltag habe ich mich dabei ertappt, wie ich diesen Sicherheitsbügel die ganze Zeit auf und zu geklappt habe, einfach weil es sich so lustig anfühlt. Ist natürlich Quatsch, Profisportler würden nie mit einem Metallarmband da in die Berge gehen, die würden immer irgendein Stoffarmband nehmen, weil Metallarmbänder können mal brechen oder auseinanderfallen und irgendwie Stoff- und Textilarmbänder sind da viel, viel sinnvoller als ein Metallarmband. Mit dem Grund vermutlich auch, warum Apple noch keins gemacht hat. Können wir nachher noch drüber sprechen, aber lustigerweise muss ich sagen, ich mag die Schließe viel lieber, als ich dachte. Womit ich immer noch ein bisschen Mühe habe, ist, wenn man die Uhr so anguckt, ist mir jetzt wieder aufgefallen, wo ich die Schließe angeschaut habe. Normalerweise habe ich ja nicht drauf geguckt und einfach ein bisschen dran rumgeklappert. Aber jetzt, wenn ich sie mir wieder anschaue, die Uhr oder das Band ist schon ein Wahnsinnsbrummer. Und das liegt an der Design-Eigenart, weil es einfach hier oben so dick ist wie hier unten. Das ist jetzt der Moment, wo wir die anderen ins Bild holen. Das Mailänder von Apple, das Lululuk-Titan, was wir schon mal besprochen haben, und mein Metalllink, auch von Apple von 2015, das altgediente und immer noch großartige Metallarmband. Und wir können es jetzt mal nebeneinander legen. Hier nochmal schnell abbauen. Dann seht ihr gleich, was ich meine. Legen es da mal dazwischen. Sowohl das Apple-Armband wie das Lululuk, die werden dünner, wenn es zur Schließe hingeht. Hier oben noch relativ breit und dann wird es dünner. Noch deutlicher sieht man es beim Lululuk. Hier oben sehr breit und dann wird es immer dünner. Das hat den Effekt, dass die Uhr schlanker und eleganter ausschaut. Ist ein Designelement, was man halt einsetzen kann oder eben nicht. Hier hat es zum Beispiel Apple ja auch nicht beim Mailänder, beim Milanese-Armband. Das ist überall gleich breit, gleich dick oder wie man es auch immer nennen möchte. Ist natürlich auch bei den Metallgliedern da ein bisschen schwieriger, sowas hinzukriegen. Aber es steht,
Bluestein hat das nicht gemacht. Das Ding ist einfach überall gleich breit und hat den lustigen Effekt, die Apple Watch Ultra, die ja ansonsten immer relativ groß wirkt, zum ersten Mal sehr, sehr klein wirkt. Ja, wenn man sie dahin hält, wirkt sie halt wirklich nicht sehr groß. Hier im Vergleich wirkt sie gleich wieder viel größer. Das ist ein lustiger Effekt. Das ist jetzt wirklich das erste Mal, dass ich das Gefühl habe, am Armband von Bluestein, die Apple Watch Ultra ist ja gar nicht so groß. Eigentlich könnte ich vielleicht noch eine größere tragen. Ja. Und was wir auch noch schnell anschauen müssen, was mir jetzt gerade aufgefallen ist, ganz lustiges Designelement hier in der Schließe, jetzt noch so feine Rillen drin. Ganz lustiges Element, da sieht das Ganze gleich ein bisschen besser aus, weil sonst wäre es gerade arg simpel. Aber großes Lob an Bluestein, dass sie darauf verzichtet haben, hier ein Logo drauf zu machen. Hätte sich ja angeboten, aber es wäre wirklich schade gewesen. Fand ich ein bisschen schade da beim Lululuk, dass sie hier da noch Logo drauf gemacht haben. Na, irgendwie sieht das so rum hin. Aber weil die Frage sowieso kommt, habe ich auch noch meine Fünfer mitgebracht. Apple Watch 5, die ich aktuell wieder ein bisschen öfter trage, um zu schauen, wie sie sich gehalten hat. Die Frage kommt sicher, geht das Bluestein Armband denn auch an Nicht-Ultra-Apple Watches? Ja, probieren wir es aus. Gibt einen lustigen Effekt, kann ich schon mal verraten. Jetzt nicht ganz ideal an die Stahl, ich hätte es an die Titan vielleicht machen sollen, aber die hat ja kaum jemand. Was man sofort merkt, ist, dass es ein Ultra-Armband ist. Die Ultra-Armbänder überragen die normalen Apple Watches immer so um ja, knapp einen Millimeter, vielleicht sogar weniger. Wenn man da mit dem Finger drüber fährt, spürt man es. Man spürt es auch hier. Hier hat es eine feine Kante, wenn man es an eine Nicht-Ultra ranmacht. Und jetzt schaut euch das an. Ah, Passwort wieder. Das müsst ihr euch nicht anschauen. Das reicht, wenn ich mir das anschaue. Die Apple Watch verschwindet fast. Ganz ein lustiger Look. Sieht eigentlich jetzt mehr aus wie ein Smart-Armband als wie eine Uhr. Weil das Armband ist so unglaublich breit. Ein ganz lustiger Look. Ich würde es jetzt nicht empfehlen, ehrlich gesagt. Aber wem es gefällt, warum nicht? Was man auch gerade noch sieht, übrigens hier gut, diese Kante hier, die hier hoch steht hin und wieder, die ist ziemlich scharfkantig. Wir müssen es mal schnell hier noch anschauen. Was mir im Alltag aufgefallen hat, zwar kommt ja rein mechanisch nicht an die Apple Watch ran, weil es ja wegdreht, aber die hier ist sehr, sehr scharf. Also da hätte ich vielleicht noch ein bisschen nachgeschliffen, wenn ich Bluestein gewesen wäre. Diese Kante, nur die hier am mittleren Glied, was da mitdreht, die ist sehr, sehr scharfkantig. Das ist nicht ganz so ideal. Aber ich bin ja da auch erstens hyperheikel und zweitens wechsle ich die Armbänder halt auch die ganze Zeit rauf und runter. So. Was sagt das und macht es schon wieder falsch? So. Das wollen wir wieder dran haben. Da muss man bei Metallarmbändern halt auch immer ein bisschen gucken, dass man sie meist idealerweise auf beiden Seiten gleichzeitig einschiebt. Zack. Aber das hat, haben sie wirklich gut gemacht, finde ich. Passt sehr gut, lässt sich leicht einbauen. Da kann man nichts dran rumnörgeln. Die Farbe ist nicht ganz identisch. Ich finde es vielleicht ein bisschen zu dunkel. Kann aber auch sein, dass es noch aufhält. Lululuk hat da ein bisschen ein helleres Titan gewählt, was ein bisschen besser zur Ultra passt. Dafür finde ich das Lululuk-Armband ein bisschen zu verspielt, damit all diesen Elementen, das passt nicht so gut zur Ultra. Ich finde, das hier passt besser zur Ultra, nimmt aber den Ultra-Look auch nicht so richtig auf. Ist auch mehr ein klassisches Uhrenarmband, was jetzt halt für die Ultra angepasst wurde. Ich finde so designmäßig, das da finde ich passt immer noch am besten, ist von der Farbe her aber nicht ganz ideal und die Anschlüsse passen auch nicht immer ganz so bequem in die Ultra rein, darum ja, es ist immer noch schwierig mit Metallarmbändern für die Apple Watch Ultra. Ja, das Mailänder natürlich auch noch, aber ja, ich bin wirklich unendlich gespannt, ob Apple mal ein Metallarmband für die Ultra macht. Ich fände es großartig und wäre sicher auch spannend, aber da Apple die Metallarmbänder schon ewig nicht mehr angepasst hat, ich habe das Gefühl, die haben ein bisschen das Interesse dran verloren und halt auch gesehen, weil sie sehr teuer sind, dass die Leute die zu wenig kaufen und dass es sich vermutlich zu wenig lohnt.
Ich würde es riesig feiern, wenn Apple sich da mal hinsetzen würde und ein Armband machen würde, was wirklich zum Design der Ultra passt, weil das Armband ist integraler Bestandteil eines jeden Uhrendesigns eigentlich. Und das sollte man als Hersteller nicht aus der Hand geben. Und es wäre natürlich wirklich wunderbar, wenn man Armband für die Ultra das Design ideal aufnehmen würde. So perfekt, eben das Lululook ist nicht ganz ideal, das da hier ist auch noch nicht so. Wie gesagt, ich finde es hier zu breit und noch nicht ganz so ideal. Also wenn Apple da mal noch was machen würde, ich fände es unglaublich großartig. Aber erstmal lieber eine kleine Ultra für all die Leute, die lieber eine kleinere hätten. Das Armband können wir dann übernächstes Jahr machen von mir aus. Da bin ich geduldig. Nein, Fazit zum Bluestein Titan Armband. Ich würde sagen, eine positive Überraschung. Die Erwartungen waren ja wirklich nicht sehr hoch nach all den schlechten Erfahrungen, die ihr berichtet habt von lausigen Kundendienst und teils lausiger Qualität. Und das Unboxing war auch so ein bisschen hin und her, aber im Alltag hat es mir viel, viel besser gefallen, als ich gedacht habe. Also das wird so ein Armband, was ich nicht getestet habe und dann wandert es in die Armbänderbox und rutscht immer weiter nach unten, bis ich es vergesse. Na, ich glaube, das haben wir heute nicht zum letzten Mal gesehen. Ich hoffe es auf jeden Fall, aber ja, ich bin wirklich gespannt, wie es euch gefällt. Haben mir schon ganz viele Leute geschrieben, die sich es auch gekauft haben und ganz, ganz viel Freude dran haben. Macht natürlich die schlechten Erfahrungen mit Bluestein nicht weg, die ganz viele von euch auch berichtet haben, aber ich finde es eine sehr löbliche Entwicklung, falls sie sich jetzt ein bisschen mehr auf Qualität und eigene Designs konzentrieren wollen, weil also das hier ist ein sehr, sehr guter erster Schritt in diese Richtung. Ich würde das sehr begrüßen und fände es großartig und ja, nein, das hier hat sich jetzt wirklich es hält bombig und was man ja halt dazu auch sagen muss, weil ich es ja selbst gekauft habe, die haben ja keine Ahnung, dass ich das habe. Also ich glaube nicht, dass die jede Sendung, die da rausgeht, kontrolliert, geht die an Zeier? Nein, sonst hätten sie auch diesen Ölfleck, den wir da beim Unboxing gesehen haben, sicher vorher weggeputzt. Nein, ich glaube, mehr inkognito kann man das kaum testen. Sonst muss ich mir dann irgendwann mal eine Fake-Adresse und einen Fake-Namen zulegen. Aber so weit kommt's noch. Nein, ich glaube also, meine erste Bluestein-Erfahrung ist durchwegs positiv, muss ich, kann ich jetzt an der Stelle festhalten. Ich hoffe, da folgen noch ganz, ganz viele weitere positive Erfahrungen bei mir und bei euch. Aber schreibt mir doch in die Kommentare, was ihr davon haltet. Findet ihr das Band zu wuchtig? Die Schließe? Ist immer schwierig, anhand von Fotos und Videos natürlich sowas zu sagen, aber ich muss sagen, Clips. Das macht wirklich Spaß. Ich hoffe, es hält dann auch lang genug. Das ist natürlich etwas, was man auch nach einer Woche noch nicht sagen kann. Da muss man dann mal schauen. Aber die Konstruktion wirkt relativ robust, dass ich mir da keine Sorgen mache. Falls das Video gefallen hat, Daumen nach oben, falls ihr findet, oh, immer diese Armbänder, Raphael. Wir wollen wieder Solarakkus sehen. Daumen nach unten, falls ihr noch nicht habt. Abo abschließen und dann sehen wir uns schon bald zum nächsten Video, aber das ist sicher noch kein Armband. Aber was natürlich bald kommt, wo ich es schon wieder in der Hand hatte, sind die Pride-Armbänder. Wir haben jetzt Ende April, in einem Monat oder so, dürfen die schon wieder auftauchen. Das hier mag ich ja immer noch sehr, das weiße Pride-Armband. Obwohl ich ja nicht so ein Fan der Klettverschluss-Armbänder bin, aber ja, da bin ich sehr gespannt, was dieses Jahr kommt. Ich würde mir ja wirklich wünschen, dass Apple da mal ein bisschen mutiger ist und ein Lederarmband, mal ein Special Edition Lederarmband machen würde. Das wäre doch was. Und natürlich eins für die Ultra. Wir wollen ein Pride Alpine Loop sehen dieses Jahr. Zwinker, Zwinker. So, jetzt reicht's aber wirklich mit Armbändern. Ja, ich muss auch wieder weiter, gibt wieder zu tun. Also, bis zum nächsten Mal.